Also, es ist jetzt soweit vollbracht. Wir nehmen nämlich Rücksicht, das lernt man schon zu Hause. Beim Kochen zum Beispiel lernt man zu Hause Rücksicht aufeinander zu nehmen. Eine von uns ist Veganerin und die möchte zumindest weitgehend vegan, vegetarisch leben. Die bekommt eine Paprika, ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, ist jetzt auch egal. Die Paprika, sieht man das? Die hier, die ist ohne Käse. Diese hier ist mit normalem Käse gefüllt. Normaler Käse, normaler Käse. Wenn sie das eine Kind diesen Käse nicht unbedingt essen will, kann sie es auch runterkratzen. Das ist okay. Ja? Milchreis ist für die, die halt alles essen. Ja? Vegetarisch, weil ist ja auch mit Milch, aber halt ohne, nicht wahr? Also es ist nicht vegan. So. Und ich habe meine Kinder immer beigebracht, selbst in der Schule, selbst die dummsten Lehrer muss man ertragen. Und bitte ertragt das. Also die sind in der Schule rumgesessen, die haben wahnsinnig ungern gelernt, auch für diese Lehrer ungern gelernt. Wo die Eltern, beziehungsweise die Eltern sind schon strunzdumm, die ihren Kindern auch keine Kinderstube beibringen, die keine Ahnung haben und den Scheiß für die Eltern weitertragen oder die Großeltern oder noch schlimmer die Urgroßeltern. Ein Wahnsinn. Und dann geht es weiter und weiter und weiter. Und ich habe das gehört, dann wird dort alles chiffriert untereinander. Mhm. Und dann schaut es, wie wenn man nicht über mich redet, aber die meinen, dass das Kind nicht checkt. Das hat alles gecheckt, dass man über die Mutter redet. Mhm. Aber keinen Ton sagt. Ihr habt alles so sau, dreist, dumm. Das gehört echt verboten.